Okay, meine sehr verehrten Damen und Herren, wundervollen Montagnachmittag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, eher schon Montagabend. Wir schauen uns mal an, was heute passiert ist in den letzten 3-4 Stunden Kerzen. Also 3 mal 4 Kerzen. Hat sich doch einiges schon getan. Wir haben einen deutlichen Push nach oben bekommen. Und dadurch sind wir erneut an diesem dynamischen Widerstand angelangt. Dieser dynamische Widerstand hat erneut Widerstand in den Markt gebracht. Das heißt also auch da noch kein absolutes Aufatmen, aber wir sind hier gerade in einem Bereich, der potenziell auf statischer Ebene in Kombination mit dem EMA 20 neue Kaufkraft reinbringen könnte. Sollte das der Fall sein, sind wir wieder sehr, sehr bullisch unterwegs. Dann haben wir diesen Widerstand gebrochen, können mit dem höheren Hoch hier letztendlich diese Metastruktur, über die wir gesprochen haben, komplett auch brechen. Wir haben darüber gesprochen, wenn wir hier das höhere Tief bekommen, haben wir den 50% Strukturbruch der Abwärtsstruktur. Das heißt, wir bräuchten jetzt hier nochmal ein höheres Hoch, was über diesem Hoch liegt, um die 100% Abwärtsstruktur zu brechen. Das heißt, damit sind wir in einer Meta-Aufwärtsstruktur, womit wir dann mit einem höheren Tief sehr, sehr schön in weitere steigende Kurse kaufen können. Und dann wäre das Bullenszenario wieder vollkommen aktiv, beziehungsweise halt auch regelrecht tradebar. Auf Stundenbasis sieht das Ganze gar nicht verkehrt aus. Da haben wir hier letztendlich schon unseren dynamischen Widerstand gebrochen, mehr oder weniger. Wobei wir hier schon wieder den Retest bekommen haben und jetzt an den gleitenden Durchschnitten eine kleine Reaktion bekommen. 61.300 Dollar circa. Hier kam die Reaktion rein. Und jetzt, ja, jetzt geht es wieder nach oben. Das heißt, wir haben jetzt aktuell ein sehr, sehr starkes Konterlevel auf dieser Höhe, wo der Markt auch gerade ankommt. Und das müssen wir brechen. Wenn wir das brechen und der Markt sich hier letztendlich darüber bewegt, haben wir noch einen dynamischen Widerstand, der auf kleinerer Zeit dann halt etwas spannend wird. Das heißt, wir müssten dann hier so drüber brechen, damit wir entsprechend die Dynamik aus diesen Verkaufspositionen rausbekommen. Sollte das mit etwas Volumen geschehen, kriegen wir hier ein höheres Tief und dieses höhere Tief kann uns dann oberhalb dieser Akkumulationszone dann auch explodieren lassen, was dann diesen Bruch der dynamischen Unterstützung mit sich bringt und wir in vollem Bullenszenario wieder auf dem Weg sind nach oben. Falls, und das ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, wir hier diesen Widerstand nicht mehr brechen können, auch hier dieser statische Widerstand, dieses Konterlevel wirklich den Konter reinbringt und wir unterhalb der gleitenden Durchschnitte brechen, dann wird es hier ziemlich eng, weil wir sehen, hier unten wurde der Markt schon gefaked, hat nochmal einen deutlichen Impuls bekommen, aber sollte es nochmal runtergehen, ist hier die Liquidität wahrscheinlich abgearbeitet. Hier ist sowieso keine mehr vorhanden, sonst hätten wir hier keine Akkumulationsphase. Und wenn wir dann da drunter brechen, dann sehe ich das Ziel bei 56.000 Dollar. Das heißt, es bleibt spannend. Jetzt ist dieses Level, was wir hier sehen, das Konterlevel, mehr oder weniger das alles Entscheidende. Ich will mich eigentlich, sage ich mal, noch ein bisschen korrigieren. Dieses Kreuz von mir aus, das Entscheidende, diese statische und dynamische Widerstandsbereiche, die müssen durchquert werden. Dann brauchen wir ein bisschen Volumen, um uns darüber zu stabilisieren. Mit dem Bruch dieses dynamischen Widerstands kann es nach oben gehen. Sollte das nicht der Fall sein, werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Tagen auf die 56.000 Dollar herunterfallen. Das soll es kurz und knapp von mir gewesen sein. Ja, wir müssen jetzt nicht lange um den heißen Brei reden. Es gab die Nachfrage in den vergangenen YouTube-Videos, wie es, glaube ich, was war das mit der 11-Monats-Widerstandslinie oder 12-Monats-Widerstandslinie aussieht. Die sieht potenziell so ein bisschen, wenn wir auf Monat gehen, die müsste potenziell irgendwie ein bisschen so aussehen, wo der Markt immer und immer wieder reagiert hat. Da werde ich mich mal drüber schlau machen. Ja, habe bisher noch nicht damit gearbeitet, werde ich mich mal darüber schlau machen, werde mir das Ganze anschauen, inwiefern sich das wirklich replizieren lässt, vor allem auch erstmal applizieren lässt auf die Kurse und dann werde ich da in den kommenden Videos sehr, sehr gerne drauf eingehen. Aber bevor ich irgendwas rausposaune, was einfach, ich sag mal, nur warme Luft ist, wo ich mich selber noch nicht viel mit auseinandergesetzt habe, möchte ich mich erstmal damit auseinandersetzen, um dann hier möglichst kompakt, möglichst konsequent auch hochwertige Informationen zu liefern. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.